Willkommen zu den Disneyland Paris News vom 6. September 2021. Ja, ich habe heute nur gute Neuigkeiten für euch und der Knaller, der kommt am Schluss. Als ich heute Morgen diese News gesehen habe, mein Herz hat gepocht, ich hatte Gänsehaut, aber dazu kommen wir später. Wir beginnen erstmal mit den ersten Neuigkeiten, die ich für euch habe. Die erste Neuigkeit dreht sich rund um die Walt Disney Studios, denn World of Pixar wurde eingeführt, ist bereits umgesetzt worden und dazu zeige ich euch erstmal einen Clip. Bekannte Sachen bereits gesehen. Die Toon Studios, die wir jetzt kennen aus den Walt Disney Studios, werden sozusagen verschwinden. Die Studios an sich, wo die Shows etc. stattfinden, werden natürlich bleiben. Die werden auch weiter Studio XY heißen. Aber es gibt ja schon das Ratatouille Place de Remy Land, also Landbereich, sagen wir mal Bereich. Dann gibt es den Toy Story Bereich, es gibt den Cars Bereich jetzt. Und ja, das wird alles World of Pixar heißen. Das heißt, in Zukunft, in den nächsten Jahren, werden wir World of Pixar haben. Wir werden den Avengers Campus haben. Wir werden hoffentlich Frozen Land, ich weiß nicht, wie es genau heißen wird, haben. Und hoffentlich auch Star Wars Land. Also das heißt, irgendwann in den nächsten paar Jahren, Jahrzehnten, werden wir vier Bereiche, Länder in den Walt Disney Studios haben. Und das klingt wirklich super interessant. Ich finde, Pixar passt perfekt in die Walt Disney Studios. Und ja, die ersten Veränderungen haben bereits begonnen. Als wir letzte Woche da waren, gab es ein Cupcake. Da zeige ich euch gerne hier nochmal ein Bild. Das ist sozusagen der Start für World of Pixar. Jetzt gibt es diesen tollen Cupcake, der auch sehr, sehr lecker schmeckt. Also wenn ihr vor Ort seid, gerne mal probieren. Und ja, die Merchandise Stände wurden jetzt auch schon in World of Pixar umthematisiert und das wird jetzt nach und nach immer mehr durchkommen. Und ja, ich freue mich sehr auf diese Veränderung in den Walt Disney Studios. Die zweite Neuigkeit, die ich für euch habe, hat mich auch unglaublich gefreut, denn Rhythm of the Pride Lands kommt zurück in das Theater im Frontierland und zwar am 23. Oktober dieses Jahr noch. Das heißt, wenn ich das nächste Mal in Paris bin, werden wir uns die Show natürlich nochmal anschauen, also hoffentlich. Weil bisher waren die Schlangen immer sehr lang. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt da mit der Kapazität machen. Es hat ja letztes Jahr schon, ich glaube, ein paar Wochen gespielt. Ich hatte es auch letztes Jahr geguckt. Und bevor der Jungle Book Drive hätte kommen sollen, wurde alles wieder abgesagt. Aber wir freuen uns sehr. Eine weitere Show, die wir in nächster Zeit genießen können. In den Walt Disney Studios haben wir ja schon die Dream Factory. Und jetzt haben wir wieder Rhythm of the Pride Lands. So langsam kommt Normalität wieder zurück in den Park mit den Shows und vielleicht kommt ja irgendwann die Parade oder das Feuerwerk zurück. Aber dazu habe ich noch keine Neuigkeiten, also nicht so früh freuen, aber wenn, dann erfahrt ihr es hier natürlich in meinen News-Videos. Also denkt dran, auf jeden Fall meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr die News-Videos und natürlich auch alle anderen Videos in Zukunft nicht verpasst. Dann möchte ich euch natürlich auch ein Merchandise zeigen, und zwar die Pins für den September. Die blende ich jetzt hier ein. Jedes Wochenende werden ja neue Pins released sozusagen. Und wir bekommen die immer vorab zugeschickt, damit wir die an die Community teilen können. Und ja, letztes Wochenende gab es jetzt schon neue Landyards und Merida-Pins. Und ihr seht, da auch ist das Liberty-Zeichen. Das heißt, für diese Pins, wenn ihr die ergattern wollt von Merida zum Beispiel, hättet ihr vorher über Liberty euch ein Ticket buchen müssen. Das kostet natürlich nichts, nur die Pins kosten dann was. Und ihr seht, am 11. September kommen auch neue Pins mit Liberty. Das sind die Friends Pins. Aber die linken Pins, die ihr da seht, zu Big Thunder Mountain, die kann man ohne Liberty App kaufen. Also nur wenn ihr dieses blaue Logo seht,
müsst ihr euch im Prinzip ein Liberty-Ticket vorher über die App reservieren. Das passiert meistens am Donnerstag um 18 Uhr und dann habt ihr nochmal am Freitag die Last Chance. Oh, das ist Mittwoch? Moment. Genau, also 2 Tage bevor, also Donnerstag, genau, könnt ihr, also wenn sie Samstag kommen, könnt ihr Donnerstag um 18 Uhr euch das erste Mal Tickets ergattern und dann am Freitag habt ihr nochmal die Chance um 18 Uhr nochmal welche zu bekommen, falls ihr am Donnerstag kein Glück hattet. Und Ende September kommen dann auch noch die Halloween-Pins. Und ich muss sagen, das Lanyard gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und ich bin sehr gespannt auf die weitere Halloween oder auf das weitere Halloween-Merchandise. Ich bin ja direkt am Start der Halloween-Season vor Ort, berichte von der kompletten Halloween-Season und ich freue mich sehr auf die Deko, auf die Kürbisse und auf alles einfach. Also denkt dran, am 1. Oktober einzuschalten. Ja, eine wunderbare Neuigkeit, die uns heute Morgen auch noch erreicht hat, bevor die andere mega tolle Neuigkeit online kam, ist, dass man keine Maske mehr bei Selfie-Spots und Magic-Shots tragen muss. Also es kommt immer mehr Normalität rein. Man muss jetzt auf diesem grünen Punkt stehen und da muss man natürlich auch verharren und damit man genügend Abstand zu allen Menschen einhalten kann. Und dann, wenn das Foto gemacht wird, darf man die Maske abnehmen. Wenn man mit den Charakteren redet, noch nicht so, also bei der Interaktion, aber sobald ihr euch irgendwie rumdreht und genügend Abstand haltet, darf man die Maske abnehmen und das freut mich wirklich sehr. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, zurück in die Normalität und ja, ich bin sehr gespannt auf die Bilder dann im Oktober mit neuen Halloween Magic Shots, mit Halloween Charakteren und das alles ohne Maske. Girls, ihr könnt euren Lippenstift wieder auspacken. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich freue mich so. Und Halloween, ich liebe diese dunklen Lippenstifte. Und ja, endlich können sie wieder raus. Die Lippenstifte. Ich sag's euch, heute habe ich nur gute Neuigkeiten für euch. Das ist der gute News oder das gute News-Video heute. Das wird die Woche bereichern. Ja, die nächste gute Neuigkeit ist, dass Small World doch nicht renoviert wird. Also, es wird wahrscheinlich schon in nächster Zeit renoviert, aber die Renovierung, die jetzt eigentlich am 27. September hätte starten sollen, wurde abgesagt. Man findet Small World nicht mehr auf der Renovierungsliste und das bedeutet, dass erstmal die Renovierung verschoben wurde. Das heißt, wenn ihr in nächster Zeit da seid, wird wahrscheinlich Small World noch offen haben. Und eine weitere Sache, die abgeschafft wurde, ist der Standby-Pass. Also nicht der Premier Access-Pass, der bezahlt werden muss, sondern dieser Standby-Pass, der nur bei Crush ging. Das heißt, wenn ihr zwischen 11 und, ich glaube, 17 Uhr Crush fahren wolltet, musstet ihr über die App, über die Disneyland Paris App, einen Standby-Pass buchen, um euch in die Warteschlange anzustellen. Das habe ich auch schon mal in meinen anderen Videos gezeigt, auch als ich vor Ort im Park war, habe ich es euch demonstriert. Das wurde erstmal auf Eis gelegt. Ob es wiederkommt, ob es nicht wiederkommt, keine Ahnung, aber es ist zurzeit aus der App draußen. Und jetzt, Trommelwirbel, ihr merkt, ich bin so ein bisschen wie ein Eichhörnchen auf Red Bull oder so, das zu viel Red Bull getrunken hat, aber nein, ich bin einfach so happy, mich hat diese Neuigkeit so gefreut heute Morgen und ich so kann die Woche und einen Montag starten. Also ich bin so happy, da musste ich, okay, jetzt, heute musst du noch das News-Video drehen, direkt in Schale geworfen hier für die ganzen geilen Neuigkeiten. Und jetzt kommt's. Disneyland Paris feiert seinen 30. Geburtstag bereits am 6. März 2022. Also fast ein Monat vor seinem eigentlichen Geburtstag, der ja am 12. April 2021 wäre. Und damit muss ich sagen, hätte ich gar nicht gerechnet. Man weiß ungefähr von den Geburtstagen davor, dass immer ein bisschen so 1-2 Wochen früher anfängt. Vor allem für die Presse und ne, für Inside Ears, dass die schon an Events stattfinden, natürlich dann Werbung dafür machen. Aber dass es fast ein Monat, sogar mehr als ein Monat früher stattfindet, ist der Wahnsinn. Und ich muss euch erstmal das Video zeigen, was heute Morgen veröffentlicht wurde von Disneyland Paris. Ich hatte Gänsehaut.
ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde diesen Trailer wahnsinnig schön. Er hat bei mir so viel Gefühle ausgelöst. Also er hat mich wirklich sehr emotional getroffen und ich kriege Gänsehaut, wenn ich den sehe. Und das ist sozusagen der erste Geburtstag, an dem ich wirklich direkt teilhaben werde. Denn zum 25. Geburtstag, direkt war ich noch nicht im Park. Ich war am Ende von der 25. vom 25. Geburtstag am Ende irgendwann mal kurz an Weihnachten da. Aber da war ich noch nicht so, sagen wir mal so, verrückt, dass ich jeden Monat da war. Ich war einmal da mit meiner Mama und einer Freundin. Und da habe ich das noch nicht so wahrgenommen mit dem 25. Geburtstag. Man hat nicht über diese blauen Sachen gesehen und so. Aber jetzt bin ich wirklich direkt von Anfang an dabei und ich bin so gehypt. Ich bin wirklich so gehypt. Allein dieses Logo. Schaut euch dieses Logo an. Man sieht eine Mickey Maus, was ich schon sehr schön finde. Und dann, wenn man genauer hinsieht, ist es eine 30. Ich denke jetzt, ja, wow, ne, wow. Aber ich find's so minimalistisch und man muss echt zweimal hinsehen und so zurückhaltend, aber ich find's mega. Also es ist ja eine Mickey-Shape und dann, ich zeichne ja schon im Prinzip und dann, ne, ist so daneben die Null. Also ich bin begeistert. Also allein das Logo, schaut zweimal hin, um die versteckte 30 zu sehen. Ich muss da tatsächlich auch zweimal hinschauen, aber ich finde es einfach mega. Was soll ich sagen? Ach so, es werden neue Eintrittskarten verfügbar sein. Also wirklich wunderschöne Eintrittskarten mit dem Logo natürlich. Und ich brauche eigentlich gar keine Eintrittskarten, weil ich eine Jahreskarte habe, aber ich bin wirklich sehr, sehr gehypt. Und man hat auch schon eine Projektion auf dem Schloss gesehen. Das ist natürlich noch das alte Schloss vor der Renovierung. Das haben sie natürlich bevor das eingepackt wurde, gemacht. Man sieht dieses Logo, dieses Mickey 30 auf dem Schloss projiziert mit den Farben. Es sieht einfach knallermäßig aus. Mehr wurde dazu noch nicht verraten, aber uns wurde schon gesagt, dass bald mehr Neuigkeiten zum 30. Geburtstag veröffentlicht werden. Und natürlich werde ich hier in diesem News-Video darüber berichten. Und ich werde natürlich auch vor Ort sein am 6. März. Natürlich werde ich da sein. Wahrscheinlich schon ein, zwei Tage früher. Ich werde mir wahrscheinlich den ganzen Monat frei nehmen. Mein ganzer Jahresurlaub geht dahin. Nein, natürlich nicht. Aber ich werde auf jeden Fall am 6. März da sein, um davon zu berichten. Und ich weiß nicht, ich bin einfach gehypt. Gerne könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr erwartet vom 30. Geburtstag. Habt ihr Wünsche vom Disneyland Paris bezüglich Parade, Feuerwerk, Deko, Merch? Also schreibt mir gerne eure Erwartungen, was ihr euch wünscht, unten in die Kommentare. Ich denke schon, dass es auf jeden Fall ein neues Feuerwerk und auch eine neue Parade geben wird. Das war bisher jede 5 Jahre gab es irgendwie was Neues. Und es wird ja auch mal Zeit für einen frischen Wind. Also ich weiß nicht, ob wir Illuminations noch sehen werden. Vielleicht. Ansonsten wird es das neue Feuerwerk zum 30. Geburtstag. Ja, das war's. Das waren meine Neuigkeiten. Und ja, ich wollte einfach das mit euch loswerden. Und ihr merkt meine Euphorie, wie happy ich bin über diese ganzen Neuigkeiten. Es sind eigentlich nur gute Neuigkeiten. Das Jahr 2022 kann ja nur besser werden. Ich werde 30, Disneyland Paris wird 30, wahrscheinlich macht der Avengers Campus auf, neue Show vielleicht, neues Feuerwerk. Also 2022 muss einfach ein gutes Jahr werden. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.